Hallihallo meine Lieben, ich habe mir gedacht, dass ich mal kurz ein spontanes Video drehe. Und zwar war ich im DM einkaufen und habe mir von dieser neuen LE von P2 Golden Chrome ein paar Dinge gekauft und dazu noch andere. Und ich habe mir einfach gedacht, dass ich, weil ich das mal auf Instagram gepostet habe, dass ich das einfach sozusagen als Look jetzt mal schminke. Ich benutze natürlich noch andere Sachen, weil nur die Sachen, die ich jetzt gekauft habe, kann ich auch nicht benutzen. Und ja, ich würde sagen, schaut einfach zu und seht, was ich da so, wie ich das hinkriege und wie es danach aussieht. Ich schminke mich jetzt noch ab und ich kann nicht andauernd in die Kamera schauen, weil ich jetzt in den Spiegel reinfilme und ja. Ich hoffe, ihr könnt einfach sehen, was ich mache und was ich für Produkte benutze. Und ich hoffe, euch gefällt's. Wahrscheinlich, ich komme mit meinen Augenbrauen noch nicht so klar, weil ich das noch nicht so lange mache. Aber ja, jetzt kommen wir zu dem ersten Produkt. Das ist der Most Wanted Eyebrow Gel. Der vor allem. Das. 010 Gentle Brunette. Und ja, ich blende ihn euch wahrscheinlich gleich mal ein irgendwo. Wahrscheinlich hier oder so. Und ich werde den jetzt mal ausprobieren. Das ist übrigens ein Live-Test. Ich habe es noch nie davor gemacht. Ups. Und ihr seht, ich habe es wirklich noch nie gemacht. Seid gnädig mit mir und gebt mir am besten Tipps, wie ich es besser machen kann. Ist irgendwie ein bisschen fett geworden, aber jetzt schon. Oh ja. Oh mein Gott. Ihr könnt mich ruhig auslachen. Sieht ja wohl richtig schlimm aus. Ich versuche das mal kurz zu verbessern. Also, ich würde sagen, das Thema Augenbrauen lassen wir. Es ist echt schrecklich, was ich hier gerade veranstaltet habe. Natürlich, wenn ich das mit der Kamera mache, sieht es noch schlimmer aus. Ja. Wir lassen's. Wir machen weiter. Augenbrauen muss ich noch lernen. Also ich finde, es ist ein etwas gewöhnungsbedürftiger Look, aber also ich finde es nicht schlecht. Ich habe zwar ein ganz bisschen zu viel Glitzer drauf geklaut, aber ja, ich finde es cool. Es macht richtig krasse Wimpern. Ich bin so begeistert. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Natürlich ist das jetzt, was ich hier jetzt geschminkt habe, das totale Übertriebene. So werde ich nie rausgehen. Aber
ich finde, es ist einfach so, im Einzelnen die Sachen finde ich sie mega cool, weil man sie einfach, vor allem wenn jetzt irgendwie zum Beispiel Silvester oder eben Weihnachten, es ist einfach, ich weiß nicht, ich finde es echt genial. Und ja, ich sag jetzt einfach nochmal ganz kurz zu den Sachen ein bisschen was, damit ihr auch wisst, wie ich sie finde und so. Fangen wir einfach mal an. Als erstes dieses Augenbrauengel. Wie gesagt, ich komme da kein Stück mit klar. Ja. Bis jetzt ist es nicht so meins. Ich weiß nicht, ob es noch meins wird. Ich hoffe es. Wenn nicht, dann... Ich habe ja noch vor, eine Verlosung zu machen. Wenn es euch recht wäre. Ich habe es ja bis jetzt erst einmal benutzt. Das werden wir dann sehen. Vielleicht benutze ich es ja noch. Ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll bis jetzt. Dann das zweite Teil. Diese Wimperntusche, sag ich jetzt mal. Ich finde sie der Hammer. Weil, wenn man so kleine Akzente setzen möchte, zum Weggehen, zum, weiß nicht, wenn man sich einfach gerade mal irgendwie schick macht und essen geht, irgendwas, es setzt einfach so ein kleinen Akzent aufs ganze Make-up, weil das ist nicht zu stark, man sieht es nicht stark. Aber wenn halt dann verschiedenes Licht drauf kommt, sieht man's. Und das ist auf jeden Fall ein Favorit davon. Dann den Manhattan Lippenstift. Es ist eine super Farbe, dieses Pink. Und ich weiß nicht, da kann ich jetzt nicht so viel sagen. Nicht so viel zu sagen, weil ja, ich finde ihn einfach schön und schöne Farbe. Ist auch super auf den Lippen, deswegen ja. Dann als nächstes diese Augenlidschattenpalette. Das sind so Creme-Lidschatten, also es ist wirklich so Creme. Und einfach nur diese Glitzerpartikel, die ihr jetzt auf meinem Auge vorher auch gesehen habt. Mit so hellblau, dunkelblau, lila, rosa und silber. Ja, 020, Fancy Girl heißt es. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit so lila anfangen soll, weil ich bin nicht so ein lila Typ, aber eben auch so um Silvester oder Weihnachten einfach mal so einen kleinen Akzent auf die Augen zu setzen. Natürlich nicht so, wie ich jetzt auf den Augen habe, aber ein bisschen halt einfach nur. Und ja, finde ich auch gut. Mal gucken, wie oft ich es benutzen werde. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Den habe ich übrigens dazu bekommen, weil eine Freundin von mir und ich uns ein Manhattan-Produkt gekauft haben. Und wenn man zwei Manhattan-Produkte gekauft hat, hat man diese neue Manhattan Supreme Lash Mascara dazu bekommen. Und sie war so nett und hat sich extra ein Manhattan-Produkt ausgesucht und sie mir dann gegeben. Ja. Das ist anscheinend mit so Arganöl. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch irgendwie pflegend, wahrscheinlich. Komischerweise, ja. Und ja, sie macht die Wimpern richtig lang, nur mit einem Auftragen. Also ich weiß nicht, bis jetzt kann ich nichts anderes sagen, weil ich habe sie jetzt einmal benutzt, aber ich finde sie echt gut. Und jetzt kommen wir noch zu einem Produkt, was ich euch noch vorstellen wollte kurz. Und zwar ist das von Alverde Naturkosmetik, die... ein Lash Booster und der hat so eine kleine dünne Spitze, wo man wie ein Eyeliner auf die Augen macht, zweimal am Tag, also ein bis zweimal am Tag. Ich mache es jetzt jeden Abend vorm Schlafengehen nach dem Abschminken und ich wollte euch einfach kurz sagen, dass ich wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich ein kleines Video darüber machen werde, wie er ist und ob es was gebracht hat. Und ja, es wird natürlich noch dauern, bis das Video kommt, weil ich es ja erstmal ein bisschen testen muss. Geht ja nicht nach 2-3 Tagen. Aber ja, also ich kann schon sagen, er fühlt sich echt gut an auf den Augen. Also man merkt den eigentlich nicht. Man merkt den am Anfang, dass es ein bisschen feucht ist, aber dann, ja. Ich werde einfach so vorher nachher berichten, wie es gegangen ist. So, meine Lieben, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und vielleicht könnt ihr mir eine positive Bewertung dalassen. Und ich glaube, ich schreibe diese Produkte, die ich jetzt alle mal benutzt habe, unten in die Infobox, damit ihr einfach mal ganz genau wisst, was ich benutzt habe. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Schaltet am besten wieder ein. Tschüssi!